Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Cities Skylines. Und ja, ich glaube im Part 2, nee, im Part 3 und 4 habt ihr mich auf dieses Stück hier aufmerksam gemacht. Ich meine, ihr meintet, das hier wäre noch eine Einbahnstraße gewesen. Habe ich jetzt eben mal gefixt. Ich habe eben 5 Minuten damit verbracht zu suchen, wo das denn war. Ich dachte zuerst, ihr meintet hier oben irgendwo. Aber ja, ich habe es dann gefunden. Sieht ziemlich, ja, tückisch aus. Also wenn man das mal nochmal umstellt, ich zeige euch das mal. So sah es vorher aus. Und im Endeffekt macht nur der Pfeil das, ändert sich nur der Pfeil eigentlich. Seht ihr das? Und die Straßenschilder wahrscheinlich noch. Wenn man da runter guckt, siehst du das Straßenschild da, das dreht sich dann halt, aber ansonsten, ziemlich tückisch. Ich hab's nicht auf Anhieb entdeckt. So, wir haben ein kleines Problemchen. Ihr seht das hier wahrscheinlich auch selber schon. Wir haben hier ziemlich großen Stau. Weil ich nur eine Autobahnabfahrt ins Industriegebiet habe. Und da auch gleichzeitig wahrscheinlich der Personenverkehr rüber muss. Ich werde mal was versuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich möchte es trotzdem ganz gerne versuchen. Und zwar würde ich ganz gerne von der Stelle hier eine kleine Brücke darüber schlagen. So, machen wir das mal. Ich werde dann das Stromnetz abreißen. Das muss ich danach fixen. Ist mir durchaus bewusst. So. Es wird mal hier lang laufen. Und hier anschließen. So, versuchen wir mal, ob das funktioniert. Selbstverständlich muss ich das Stromnetz irgendwie wieder anschließen. Ist nur die Frage, wie ich das am besten mache. Das ist kein Problem soweit. Ich könnte versuchen, es einfach dementsprechend da hochzustellen. So. Passt wieder. Hat wieder Strom. Haben wir kurz ein bisschen hochgestellt hier. Und alles ist wunderbar. Okidoki. Dann haben wir das miteinander verbunden. Dann bin ich am Überlegen, ob ich eine zweite Autobahnabfahrt mache. Und zwar direkt hier ins Industriegebiet rein. Die dann hier quasi runterführt. Das würde ich auch ganz gerne mal versuchen. Und eventuell auch eine Autobahnauffahrt. Es ist nur nicht ganz so einfach, weil wir hier so ein scheiß Autobahnkreuz haben. Dann haben wir hier alles voller Ab- und Auffahrten und pipapo. Ah, das ist ja unsere selbstgebaute Auffahrt auf diese Autobahn hier, ne? Da wollte ich ja später dann weiterbauen. Aber hier wird es halt extrem voll. Und wenn wir jetzt hier noch ein Stück weiterfahren können, beispielsweise bis hierhin, machen wir mal ein Kurventool. Machen wir das mal ein bisschen höher hier. Ich bin überlegen, ob ich das mal ein bisschen weiterziehen soll. Oder ob mir das zu eng ist an der Stelle. Ich würde es einfach mal noch ein Stück weiterziehen hier. Und hier geht es dann runter. So. Habe ich hier die Abfahrt und hier gibt es dann ebenfalls die Abfahrt. Okay. Für die Autobahnauffahrt müssen wir dann aber wieder hier rauf. Das ist die Frage, ob ich das nicht auch anders handhabe. Und dann einfach sage, hier hinten gibt es eine Autobahnauffahrt. So rum.
Ich meine einfach mal eine doppelte und wenn die sich überlastet sein wird, halt, das ist erstmal voll schwachsinnig. Das ist erstmal vollkommen schwachsinnig, wenn dann muss das ja so rum. Und dann geht hier noch einer in die Richtung ab. So ein bisschen hoch. So, jetzt fängt der Hund da schon wieder an zu bellen. Das ist ja unglaublich. Machen wir das mal so. Bisschen runter. Zack. Haben wir die Autobahnauffahrt da auch wieder. Mal gucken, ob es das ein bisschen entlastet. Ansonsten wollte ich noch einen direkten Weg von der Stadt mal rüber bauen. Ich wünschte so hart, dass es Tunnel gäbe, ne? Ich wünschte das so krass. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, dass es keine Tunnel gibt. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Ich würde so gerne eine Untertunnelung bauen. Ah, guck mal, der Verkehr wird hier schon mal ein bisschen abgeleitet jetzt. Es besteht natürlich nur die Gefahr, dass es hier zu voll sein wird. Okay. So, müssen wir mal gucken, ob es hier jetzt zu voll wird oder... Und das, ob sich das hier jetzt auch entschlackt. Ich werde auf jeden Fall eine kleine Spur hier rüber bauen. Ah, die habe ich ja schon rüber gebaut. Nevermind. Also, die haben wir schon drüben. Ich würde da tatsächlich sogar nochmal eine kleine Bushalte hinbauen. Die müsste da jetzt dann rüber gehen. Hier haben wir eine. So, die geht da drüber. Und fährt dann quasi einmal hier durch das Industriegebiet. Dort entlang und dort entlang. Dort entlang. Dort entlang. Kann ich mir jetzt hier nochmal halten. So. Okay. Dann schließen wir das. Dann haben wir jetzt eine kleine Runde, die hier geht. Was haben wir denn hier für ein Problem? Nicht genügend Rohstoff aktuell. Sorgen Sie dafür, dass Rohstoff-LKWs das Gebäude erreichen können. Ja, wie machen wir das? Ich glaube, ich brauche da doch dickere Straßen. Habe ich irgendwie den Eindruck. So, wir machen mal die Straßen ein bisschen dicker hier. Okay. Ist natürlich ein bisschen doof. In Anbetracht der Tatsache, was ich bis jetzt alles da schon dran rumgeschraubt hatte. Und dass die Mülldinger jetzt natürlich nicht so gut versorgt werden. Ach, aber naja, was soll's. Okay. Ja, ihr habt ja gleich wieder Strom, alles gut. AWG. So. Verbessern wir das hier auch mal. Dann malen wir das nochmal nach hier. Alles wunderbar. Und da hinten fehlt es jetzt gerade auch an Strom. So, ich bringe euch das mal kurz rüber. Dann könnt ihr da wieder Strom bekommen. Alles ist gut. Seht ihr, alles wunderschön. So, denen fehlt es an Rohstoffen gerade. Weil Transport-LKWs nicht drankommen. Was indeed an dem Traffic liegt. Warum ist der Traffic so voll? Lass mich überlegen. Das ist natürlich hier auch scheiße. Da kommen die von hier oben da rein. Und die stehen da so lange an.
Ich baue hier noch einfach mal eine weitere Ecke für die Industrie. So, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich so eine Spur bauen. Und dann bauen wir hier gleich nochmal eine Auffahrt hin. Eigentlich wollte ich ja ohne Doppelstraßen auskommen hier. Okay. Und hier noch eine Autobahnabfahrt. Die darauf führt. Sollte es eigentlich keine Ampel geben, aber... So. Sieht doch schon mal gut aus. Ich brauche hier nochmal mehr Industrie hin. Vielleicht wird es ja besser. Hier wird es auch schon wieder so voll. Also das funktioniert so auch nicht mit der doppelten Abfahrt. Das muss ich anders machen. Doppelte Abfahrt ist scheiße. Sogar ziemlich scheiße. So, wir bauen die so rum. Wenn wir dann nicht das den doppelten Mist. Und die Kurve sparen wir uns. Weil dann nämlich keine Ampelschaltung an der Stelle kommt. So, die hängen da jetzt erstmal fest. Müsste aber gleich eigentlich weitergehen. Die doppelte Kreuzung ist auch ziemlich beschissen. Die muss ich irgendwie umbauen. Es ist zu viele Kreuzungen sind hier gerade. Zu viele Kreuzungen einfach. So, die Kreuzung lösche ich weg. Das Stück lösche ich weg. Die können hier rauffahren. Das passt soweit. Da fahren die rauf. Dann fahren die von mir aus hier lang. Das löschen wir. Wir können... Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kreuzung wird, wenn ich das so mache. Doch, da kommen Ampeln dann, ne? Hm. Habe ich mir schon gedacht. Die doppelte Kreuzung will ich weghaben. Dann müssen die da hochfahren. Und wenn sie da rum wollen, dann müssen sie eben hier runter düseln. Das Gebäude kriege ich leider nicht mehr weg. Das ist halt die Scheiße an diesen Deponien, ne? Es ist so ein Mist. Und hier haben wir auch so eine scheiß verkappte Kreuzung. Okay. Ist jetzt nicht besonders ideal, aber eventuell hilft's. Was sind wir hier eigentlich? Das ist die Feuerwache, die kann ich aber umstellen. Warenkorb AG, dann kann ich nämlich den Mist hier noch upgraden. So. Wollte ich eigentlich so upgraden. Passt doch. Warum wollen die denn... Warum fahren die hier rauf, um da wieder rauszufahren? Ach! Jetzt dämmert's mir. Oh, ich habe gar keinen... Ich habe gar keine Autobahnabfahrt in die Stadt. Die fahren hier runter, um in die Stadt zu kommen. Hä? Moment mal. Was stimmt denn hier gerade nicht? Habe ich ernsthaft keine Abfahrt für die Stadt? Das ist die Direktverbindung? Dann brauche ich noch eine Autobahnabfahrt für die Stadt. Was habe ich denn hier für eine Scheiße gebaut? Das ist eine Schleife, dass sie dazu wenden können. Finde ich eigentlich völlig blödsinnig. Dann machen wir das anders. Dann machen wir eine Abfahrt in die Stadt. Ist das eine Einbahnstraße jetzt oder ist das eine... Nee. Dann nehme ich hier nämlich die normale Straße. Baue die einfach mal ein bisschen weiter. Machen wir das mal so. Okay. Und dann können wir den Mist hier mal abreißen.
Und dann baue ich nämlich eine Autobahnabfahrt in die Stadt. Dann kann ich die auch abreißen eigentlich. Wir machen das danach. Ich habe das total verpeilt, dass ich keine Autobahnabfahrt in die Stadt habe. Es ist ja kein Wunder, dass so ein Scheiß passiert. Das ist ja kein Wunder. Oh, Rio. Ja, ich bin manchmal echt ein bisschen zu verplant für solche Art Spiele. Ich gebe es ja zu. Ist halt echt einfach so. Tut mir manchmal auch voll leid. Aber ich habe es ja immerhin gemerkt. Warte mal, ich könnte das auch da anschließen. Ist vielleicht sogar ein Stück weit besser. So. Gut. War da die Abfahrt? Und dann gibt es selbstverständlich noch eine Abfahrt hier runter. Sieht aber auch ein bisschen doof aus. Wo lasse ich die am besten hinfahren? Ich mache das einfach mal ein Stück hoch. Sieht zu doof aus. Nee, es gefällt mir nicht. Es gefällt mir hier nicht. Da möchte ich das schon ganz gerne irgendwie einheitlich haben. Das ist ja blöd mit den Deponien. Die habe ich auch ein bisschen scheiße hingebaut, aber naja. Was soll's. Ich bin gerade hart am Überlegen. Ich mache mir mal kurz ein bisschen Gedanken. Ich werde das im nächsten Part erst fertig kriegen. Ich muss mir mal einen groben Plan machen, kurz, wie ich das dann anschließen möchte. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Part. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.